So, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 44. Das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, Schutz vor Corona braucht ein Zuhause, hessisches Soforthilfeprogramm für sicheres Wohnen für alle, Drucksache 2997/20. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und zur Begründung des Antrags hat sich Herr Schalauske von der Fraktion Die Linke gemeldet. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Sie macht gesellschaftliche Missstände, die es schon lange vorher gab, sichtbar und vor allem verschärft diese noch weiter. Das gilt insbesondere auch für das Themenfeld Mieten und Wohnen, wo wir schon seit Jahren eine massive Krise erleben. Die Situation durch die Corona-Pandemie hat sich aber noch einmal massiv verschärft. Während die Investoren in der Immobilienwirtschaft weiter ihre Profite erwirtschaften – hier kann man ja eigentlich nicht von einer Krise sprechen – stehen viele Mieter und Hauseigentümer mit dem Rücken zur Wand. Wer seine Miete oder auch seinen Kredit schon vorher kaum bezahlen konnte, wer jetzt in Kurzarbeit kommt, seinen Job verliert oder als Selbstständiger Einkommensbußen hat, der bekommt große Probleme. Es drohen Versorgungssperren, Miet- und Kreditschulden. Im schlimmsten Fall droht sogar die Zwangsräumung oder auch der Wohnungsverlust. Und das alles inmitten der Corona-Pandemie und ihren dramatischen Folgen. Meine Damen und Herren, das darf doch nicht sein. Die Lasten der Krise dürfen nicht auch noch den Mietern aufgebürdet werden. Und das Szenario, das ich jetzt beschreibe, das vor diesem Szenario haben Mietervereine, Initiativen, Sozialverbände und Gewerkschaften und im Übrigen auch unsere Fraktion bereits seit dem Frühjahr gewarnt. Und jetzt gibt es viele Anzeichen, dass genau dieses Szenario eintritt. Das Frankfurter Wohnungsamt berichtet von einer, ich zitiere, Antragsflut auf Wohngeld. Der Mieterbund stellt einen gestiegenen Beratungsbedarf fest. Insgesamt rechnet der Mieterbund für das Frühjahr mit einer Zunahme von Wohnungskündigungen um 15%. Und auch die Mieterinitiativen, mit denen wir Kontakte haben, den Kontakt pflegen, berichten davon, dass sich sehr viele Mieter große Sorgen machen. Aber nehmen Sie eine andere Umfrage, nämlich die vom Eigentümerverband Haus und Grund, wahrlich unverdächtig, besonders linke Positionen zu vertreten. Dort haben zwar knapp 75% der teilnehmenden Mieter gesagt, dass sie über ausreichend Einkommen und Rücklagen verfügen, aber im Umkehrschluss ein Viertel der Mieter, für die scheint es finanziell eng zu werden. Und 7% in dieser Umfrage gaben sogar an, schon in konkreten Schwierigkeiten zu stecken. Würde man diese Zahlen auf alle hessischen Haushalte hochrechnen, dann wären das fast 120.000 Haushalte. Das, meine Damen und Herren, sind doch wirklich bedrohliche Zahlen bei der Mietsituation. Und diese bedrohlichen Zahlen, die dürfen wir nicht ignorieren. Augenblick mal, Herr Schalauske. Meine Damen und Herren, es ist sehr unruhig im Saal. Ich bitte Gespräche, die notwendig sind, nach draußen zu verlagern. Ja, und vielen Dank, Herr Präsident. Und ich gehe doch davon aus, dass wir uns einig sind, dass die Probleme im Laufe des Winters doch eher noch zunehmen werden, dass Corona-Maßnahmen fortbestehen, ja sogar noch verschärft werden und dass es droht, dass sich die wirtschaftliche Situation für viele Menschen noch weiter verschlechtert. Und jetzt haben wir noch nicht über all diejenigen Menschen gesprochen, die gar nicht erst über ein richtiges Zuhause verfügen, das ihnen etwa die dauerhafte Ermöglichung von Hygienestandards, von Abstandsregeln erlaubt. Wir haben noch nicht über Wohnungs- und Obdachlose, über Geflüchtete, Saison- und Wanderarbeiter in Sammelunterkünften oder über Schutzsuchende oder auch über die Situation in Frauenhäusern gesprochen. Sie alle sind auch durch die Pandemie ganz unmittelbar bedroht, was ja auch die regelmäßigen Ausbrüche von Corona in Sammelunterkünften beweisen. Gerade in diesen Zeiten braucht es insbesondere auch für diese Menschen ein sicheres Zuhause. Es braucht ein sicheres Zuhause für alle Menschen, meine Damen und Herren. Und deswegen muss die Politik endlich konsequent handeln. Die Bundesregierung hat leider
auch nach heftigem Protest, sich entschlossen, die meisten ihrer Maßnahmen wie das Mietschuldenmoratorium Ende Juni auslaufen zu lassen. Daher ist die Landesregierung nun vielmehr gefordert, sich selbst tätig zu werden und statt, wie sie das sonst so gerne in der Wohnungsfrage machen, einfach wegzuducken und so zu tun, als gäbe es viele Probleme gar nicht. Und viele der Maßnahmen, die wir jetzt brauchen, die liegen doch längst auf dem Tisch. Unsere Fraktion hat bereits im Frühsommer einen Vorschlag gemacht, wie man all die notwendigen Maßnahmen zu einem hessischen Soforthilfeprogramm für sicheres Wohnen für alle bündeln kann. Und diese Maßnahmen, die will ich jetzt noch einmal hier darstellen. Für den unmittelbaren Schutz der Mieter in Hessen braucht es einen sofortigen Mietenstopp. Und dieser sollte in allen Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt für 5 Jahre, mindestens mal aber für die Dauer der Corona-Krise gelten. Und gemeinsam und auf Initiative von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Gewerkschaften, dem Mieterbund, der Caritas und der SPD-Fraktion hier im Landtag werben wir aktuell gemeinsam für einen solchen Mietenstopp. Der Mietenstopp wäre ein erster spürbarer Schritt, auch um in der Corona-Pandemie die Situation zu verbessern. Aber für uns ist auch klar, mittelfristig bleibt ein Mietendeckel nach Berliner Vorbild das wirksamste Mittel, um dem Mietenwahnsinn etwas entgegenzusetzen und die Mieten hier auch in Hessen endlich zu deckeln. Gleichzeitig brauchen wir das, was Mieterbund und viele Immobilienverbände ja schon seit geraumer Zeit fordern, nämlich einen hessischen Mietschuldenfonds. Dieser sollte sicherstellen, dass die Mieter auch unter Corona-bedingten Einkommensausfällen leiden, schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfen bekommen. Dafür gibt es verschiedene Modelle. Für uns ist aber wichtig, und das unterscheidet auch unseren Vorschlag von anderen, dass solvente Vermieter und insbesondere die großen Wohnungsunternehmen einen Teil der Kosten für diesen Wohnungsfonds tragen, für diesen Mietfonds. Schließlich haben sie in den letzten Jahren reichlich Kasse gemacht und müssen jetzt in der Krise auch an der Finanzierung der Krisenkosten beteiligt werden. Und natürlich muss es auch darum gehen, Mieter wirkungsvoll vor Wohnungsverlust zu schützen. Zu diesem Zweck müssen für die gesamte Dauer der Corona-Krise in Hessen Zwangsräumungen ausgesetzt werden. Und auch muss sichergestellt werden, dass existenzsichernde Leistungen wie Strom, wie Gas, wie Wasser, wie Telekommunikation nicht wegen Kündigungen oder Sperren, dass Menschen hier die Zugänge verlieren. Auch hier sollte das Land tätig werden. Niemand sollte in gerade so dramatischen Zeiten wie diesen auf existenzielle Güter verzichten müssen. Und die aktuelle Krise zeigt auch, und das zeigen ja die Zahlen, die ich am Anfang referiert habe, wie wichtig Beratungs- und Unterstützungsangebot ist von Akteuren wie Mieterbund, aber auch Mietervereinen, von selbstorganisierten Mieterinitiativen. Und deswegen finden wir es notwendig, dass diese auch finanziell unterstützt werden, so wie es auch in anderen Bundesländern gemacht wird. Also stärken wir und unterstützen wir die wichtige Tätigkeit der Mieterschutzorganisationen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, hier, wo die öffentliche Hand auch spürbar ihren Einfluss ausüben kann, das sind die öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Ebenso wie viele private Unternehmen hatten sie sich ja auch im Frühjahr dankenswerterweise bereit erklärt, auf Mieterhöhungen, auf Kündigungen, auf Zwangsräumungen zu verzichten. Wir haben den Eindruck, mittlerweile rücken sie leider davon ab. In Frankfurt zum Beispiel sollen Haushalte bei der städtischen AWG zum Jahreswechsel zum Teil über 50 Euro pro Monat mehr zahlen. Dagegen haben die Grünen im Römer protestiert, während die Grünen hier in der Landesregierung dabei zusehen, wie die Nassauische Heimstätte zum Jahreswechsel die Mieten wieder erhöhen will. Und die Nassauische Heimstätte in der Adolf-Mirsch-Siedlung in Frankfurt macht sie während der Corona-Pandemie Modernisierungsmaßnahmen, die für die Mieter mit Erhöhungen von 120 bis 200 Euro pro Monat verbunden sind. Ich will das ganz klar für meine Fraktion sagen. Beides ist absolut inakzeptabel und einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft unwürdig. Gerade jetzt in einer Corona-Krise muss doch die Nassauische Heimstätte ein Vorbild sein und muss auf Mieterhöhungen, auf Kündigungen und auf die Umlage von Modernisierungskosten verzichten. Und Stichwort Vorbild.
besonders gefährdete Personengruppen, wie ich sie am Anfang ja auch genannt habe, wohnungsobdachlose Menschen, geflüchtete Saison, Wanderarbeiter, Schutzsuchende in Frauenhäusern, die müssen im Moment raus aus unhaltbaren Zuständen und sollten in Pensions-, in Hotelzimmern, in Ferienwohnungen, in Jugendherbergen und so weiter einziehen können, auch mit Unterstützung der Landesregierung, damit sie in der Krise aus schwierigen Verhältnissen rausgeholt werden. Und abschließend, wann, wenn nicht jetzt in der Corona-Krise, fangen wir denn endlich an, die Trendwende im sozialen Wohnungsbau einzuleiten? Wir haben ja gestern die Zahlen noch einmal gehört. Wir haben in Hessen ein Problem, dass wir nach wie vor sinkende Zahl an Sozialwohnungen haben, und wir brauchen da ein dauerhaftes öffentliches Wohnungsbauprogramm. Und abschließend, es mangelt nicht an sinnvollen Maßnahmen, es mangelt auch nicht an dem vorhandenen Geld. Woran es mangelt, ist am Willen der schwarz-grünen Landesregierung. Das muss sich ändern. Schutz vor Corona braucht dringend ein Zuhause. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Barth gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die Zeit, in der dieser Antrag geschrieben wurde, nämlich schon im Juni, ist inzwischen vorbei. Die Probleme aber, die er beschreibt, haben sich mitnichten erledigt. Sie haben sich erheblich verschärft. Wir waren froh. Danke. Wir waren froh, dass die Berliner Koalition gleich zu Beginn der Pandemie Mietstundungen und Aussetzungen von Kündigungen verfügt hat. Froh auch, dass viele Wohnungsbaugesellschaften oder wohnungsinhabende Gesellschaften Mieterhöhungen freiwillig ausgeschlossen haben. Allerdings mussten wir feststellen, dass Stundungen doch nicht geholfen haben. Spricht man mit Mieterverbünden, wurde dieses Instrument nämlich nicht stark genutzt. Man wusste ja, irgendwann müsse man doch zahlen, also haben viele ihre Ersparnisse über den Sommer hin aufgebraucht. Und wir wissen ja auch, dass in der Zeit zwischen den beiden Lockdowns ganze Branchen nach wie vor nicht arbeiten konnten, gerade im Veranstaltungs- und im Kulturbereich. Und so ist die Situation für Mieter jetzt eigentlich noch viel schlimmer als im Frühjahr. Deshalb schlägt auch jetzt erst die Krise hier noch viel brutaler zu als beim ersten Lockdown. Auch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, ich habe es gestern schon gesagt, hier wird es noch eine gewaltige Welle Anfang 2021 geben. Wie kann es daher sein, dass ausgerechnet jetzt die landeseigenen nassauischen Heimstätten Mieterhöhungsbegehren für Januar verschickt, meine Damen und Herren? Frau Förster-Heldmann, Sie haben gestern um 21.20 Uhr ja keine Zwischenfragen mehr von mir zugelassen. Und Sie haben gestern die nassauische Heimstätte als eine tolle Tochter bezeichnet. Ich weiß nicht, ob Sie das ehrlich so empfinden. Wir sind der Meinung, Mieterhöhungen in der jetzigen Situation sind wirklich ein absolutes No-Go. Zu diesem Setzpunkt, auch die SPD hat die ernste Lage erkannt, und wir haben im nächsten Wirtschaftsausschuss einen Antrag auf einen Sicher-Wohnen-Fonds für Corona-bedingte Mietrückstände für die Tagesordnung angemeldet, damit wir hier schnell handeln können. Meine Damen und Herren von der Koalition, wozu haben wir denn ein 12 Milliarden Sonderprogramm Schattenhaushalt, wenn nicht, um diesen Menschen, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, aus ihrer Notlage zu helfen? Ihr Sonderprogramm Schattenhaushalt macht wirklich nur dann Sinn, wenn Sie ihn nicht nur für Radwege, sondern für echte Corona-bedingte wirtschaftliche Notlagen verwenden. Und hier ist genau eine solche. Schaffen Sie ein Mietzuschussprogramm, um Menschen, zu denen die Bundeskanzlerin sagt, bleiben Sie bitte zu Hause, ihr Zuhause auch zu erhalten. Meine Damen und Herren, am kommenden Sonntag wird in der Frankfurter Paulskirche der Startschuss
für die Kampagne Mietenstopp für alle, initiiert von Caritas, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Mieterbund, gegeben. Viele gesellschaftliche Verbände haben sich angeschlossen. Die Naturfreunde Hessen, die Sozialpolitische Offensive Frankfurt, der AStA der Goethe-Universität, das Diakonische Werk Frankfurt und viele andere mehr. Und ja, auch die Landesverbände von der Hessischen Linken und von SPD unterstützen die Kampagne. Die Frankfurter Grünen behaupten jetzt allen Ernstes, Peter Feldmann würde die Paulskirche missbrauchen, weil er als Schirmherr der Kampagne dort die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ganz ehrlich, liebe Kollegen, geht's noch? Ich habe vorgestern Philipp Jax vom DGB Frankfurt angerufen und ihn gefragt, ob denn die Grünen nicht gebeten worden seien, sich der Kampagne anzuschließen. Natürlich wurden sie gefragt. Insofern sollten Sie bitte Ihre Kritik noch einmal überdenken. Das ist absolut unangebracht, wenn man sieht, welch breites gesellschaftliches Bündnis diese Initiative trägt und wo, wenn nicht in der Paulskirche, wäre ein geeigneter Raum, um dort auf das berechtigte Anliegen, einen Mietenstopp für alle, hinzuweisen. Wir brauchen jetzt eine Atempause für die Mieter in dieser sowieso schwierigen Zeit. Und ich appelliere gerade noch einmal an die Grünen, doch bitte die Grabenkämpfe zu unterlassen und sich der Kampagne anzuschließen. Wir sollten hier Sachpolitik statt ideologischer Grabenkämpfe betreiben. Die SPD-Fraktion hat das Anliegen der Kampagne Mietenstopp für alle schon vor Beginn der Pandemie in den politischen Raum gebracht. Wir haben ein Gutachten von Professor Arz und Professor Mayer von der Universität Bielefeld in Auftrag gegeben, um die Möglichkeiten einer Mietendeckelung auf Landesebene politisch und juristisch prüfen zu lassen. Nicht wie in Berlin mit rückwirkenden Mietensenkungen, das halten auch wir für fragwürdig, und auch nicht die fairen Vermieter bestrafend, die sowieso über Jahre günstig anbieten, sondern nur die Auswüchse bekämpfend. Leider war es just in der ersten Woche des Lockdowns im März, wo unser Antrag dann hier in diesem Haus auf der Tagesordnung stand. Aber jetzt ist das Thema verschärft durch die Pandemie aktueller denn je. Es muss jetzt gehandelt werden auf dem hessischen Wohnungsmarkt. Neben dem Thema, wo wir uns hier sicherlich alle einig sind im Raum, dass wir mehr Wohnungen bauen müssen, müssen wir erstens dafür sorgen, dass ein Großteil der Investitionen auch in die Marktsegmente geht, die Menschen mit kleinen und mittleren Geldbeuteln zur Verfügung stehen. Wir brauchen keine am Ende leerstehenden Luxuswohnungen, in denen russische und arabische Investoren ihre Gelder parken, sondern wir brauchen endlich wieder mehr Sozialwohnungen und ganz normale Wohnungen für normale Menschen mit normalen Gehältern. Wir müssen Bauordnungen abspecken, damit Bauen einfacher, schneller und günstiger wird. Wir müssen Zweckentfremdung und spekulative Leerstände auf dem überhitzten Wohnungsmarkt bekämpfen. Wir müssen nachdenken über eine Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau auf Bundesebene. Denn da haben die Probleme überhaupt erst begonnen. Und wir müssen den Ausverkauf im sozialen Wohnungsbau stoppen, dem Verlust von Sozialwohnungen begegnen und neue erwerben. Einen wichtigen Schritt gehen wir heute auch noch, wenn wir die Nachwirkungsfrist für vorzeitig gekündigte Belegrechtsdarlehen wieder hochsetzen und damit unattraktiv machen. Und für einen begrenzten Zeitraum, bis endlich mehr Wohnungen zur Verfügung stehen, einen moderaten Mietenstopp verfügen, für 5 Jahre, faire Vermieter mit wirklich niedrigen Mieten ausgenommen, Auswüchse aber wollen wir bestrafen. Und jetzt, ganz schnell, für Corona brauchen wir ein Notprogramm, einen Fonds, der Menschen, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, unter die Arme greift. Ich hoffe, dass sich die Mehrheit, wenn unser Antrag im Wirtschaftsausschuss dann mit diesem hier gemeinsam beraten wird,
dass wir hier gemeinsam mit einer Mehrheit zu einer Lösung im Sinne der hessischen Mieter kommen. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Barth. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Förster-Heldmann gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen. Eins vorneweg, ein bisschen verwundert mich der Setzpunkt der Linken heute. Er ist aus dem Sommer, das wurde ja schon erwähnt. Und dafür, dass Sie eigentlich die ganze Zeit die Behauptung aufstellen, diese Landesregierung hätte einiges verschlafen, kann ich jetzt nur feststellen, nachdem Sie den Antrag ja das letzte Mal von der Tagesordnung runtergenommen haben, ob Sie mitschlafen. Also ich verstehe es nicht ganz. Wenn der Antrag da ist, dann lassen Sie ihn doch auch beraten. Also das wäre schon einmal die erste Maßnahme gewesen. Und dann will ich noch einmal darauf eingehen, diese Dinge, die Sie eben vorgeschlagen haben, fangen wir einmal an mit dem Mietenfonds. Sie haben geschrieben, an den Kosten des Hessischen Mietschuldenfonds sind Wohnungsunternehmen und Privatvermieterinnen je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu beteiligen. Also erstens mal, wer beurteilt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit? Und ich finde ja eigentlich, dass das alles super klingt. Also es klingt eigentlich gut, aber wir alle wissen doch, dass es überhaupt nicht funktioniert. Wie soll das funktionieren? Jetzt seien Sie doch mal ehrlich zu sich selber. Das ist wirklich die Leute hinter die Fichte geführt mit solchen Äußerungen. Und ich habe kein anderes Wort dafür als blanken Populismus. Und dann machen wir einfach mal weiter mit dem Mietendeckel. Den haben wir hier auch schon vorwärts-rückwärts diskutiert. Der Mietendeckel ist noch nicht entschieden. Er ist noch nicht gerichtsfest. Es gab noch kein Urteil dazu. Es gab lediglich eine Bestätigung, dass das Hauptverfahren weitergehen kann. Das ist alles. Und wir haben hier bereits einmal darüber geredet, dass die Gefahren beim Mietendeckel nämlich genau in die andere Richtung gehen können, dadurch, dass Verbraucherberatungen selber davor die Leute dazu beraten, diese eingesparte Miete auch quasi in der Rückhand zu halten, weil es sein kann, dass man es zurückbezahlen muss. Wir haben bereits einmal festgestellt, dass genau das in die andere Richtung gehen kann. Aber wir sind ja hier auch gewöhnt, über dieses Thema mehrmals zu sprechen. Und ich selbst habe gestern auch gesagt, dass ich es gerne tue. Wir haben bei den Wohnungsbaugesellschaften, will ich jetzt noch einmal eins sagen, die Nassauische Heim, ja, sie ist eine tolle Tochter, weil sie nämlich nicht nur einer Krise gerecht wird, sondern sie wird dem gesellschaftlichen Leben, zumindest versucht sie es, gerecht zu werden. Klimaneutralität bis 2050 komplett durchgerechnet wird klappen. Es wird nicht postuliert, sondern es wird gesagt, wir machen das und wir schaffen das. Wir können auch nicht ausgehen davon, dass alle Mieterinnen und Mieter, die bei einer Wohnungsbaugesellschaft leben, in einer prekären Situation sind. Was ist denn das für eine Haltung? Wir haben doch gestern vom Minister gehört, dass genau auf die Mischquartiere geachtet werden muss. Und gucken Sie sich doch einmal die Quartiere von den letzten 20, 30 Jahren an. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus Darmstadt, Postsiedlung 60er Jahre sehen. Wie viele sozialpolitische Maßnahmen haben wir nachgelegt, um aus diesem Quartier ein gesundes Quartier zu machen, mit Nachbarschaftscafés etc. Ganz viele sozialpolitische. Was hat er gesagt? Leiser hat er gesagt, oder? Ich habe gesagt, es sind eher 60 Jahre als 20 Jahre. Ach, mit dem Rechnen habe ich es nicht so. 60er Jahre. 60er Jahre, darüber sind wir uns einig. Herr Lenders, vielen Dank für diesen Einwurf. Also, will sagen, platte Lösungen in diesem Zusammenhang gibt es nicht. Das ist ein Postulieren von groben Maßnahmen, die jetzt gerade mal wieder helfen soll. Und wenn man genau danach guckt, merkt man, das ist nicht die richtige Weise. Was wir brauchen, sind viele Maßnahmen, die regulierend
und motivierend in den Markt eingreifen. Und ja, natürlich, wir haben eine Krise, aber dann rufen Sie doch mal bei Ihrem Wohnungsbauunternehmen Ihres Vertrauens an. Ich habe recherchiert, und es ist so, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Wohnungsbauunternehmen für Mieterinnen und Mieter die Probleme haben, die Miete zu bezahlen. Beratungssysteme haben. Die sind impliziert, und zwar nicht erst seit Corona, schon immer. Und die Maßnahmen, die sozusagen in eine Zwangsmaßnahme führen sollen, die vor Corona angefangen haben, die werden auch weitergeführt. Aber die anderen Mieter sind insofern alles safe, weil sie bekommen entweder Wohnungsgeld, was richtigerweise bemerkt auch eine erhöhte Anzahl der Beantragungen ist, oder sie sind im Gespräch mit ihrem Vermieter, der Wohnungsbaugesellschaft, wie können wir gemeinsam diese Krise bewältigen. Und das, da sage ich noch einmal, da ist die Nassauische Heim auch eine tolle Tochter, und da bestehe ich schon darauf, weil auch sie hat dieses Beratungssystem impliziert, und zwar kostenlos. So. Und wenn man dann noch einmal weitergeht, dann haben wir ja auch, haben Sie angefangen mit anderen Bevölkerungsschichten. Ich habe gesagt, nicht alle Mieterinnen und Mieter von Wohnungsbaugesellschaften wie ABG, die ja, das muss man ja auch schon noch einmal dazu sagen, schon noch eine deutlich höhere Miete nehmen als Nassauische Heim und Kolleginnen und Kollegen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Die Förderkriterien von der WI-Bank sind vereinfacht worden. Das hatten wir gestern bereits festgestellt. Und deswegen ist es ja auch gut, dass jetzt diese Fördergelder alle abgerufen werden können und dass Wohnungsgesellschaften davon profitieren werden. Und wir müssen aber auch feststellen, dass diese Bevölkerungsschichten, die Sie vorhin angesprochen haben, nicht unbedingt mit der Corona-Krise einhergehen. Ja, Obdachlosigkeit ist eine brutale Geschichte, die einen in Corona-Zeiten noch einmal doppelt hart erwischt. Sie hat aber nichts mit Zwangsvollstreckungen aufgrund von Corona zu tun. Und es ist egal, wen Sie reden. Sie werden das immer bei allen gleich bestätigt bekommen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich halte diese Verknüpfung für nicht in Ordnung. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man das auch noch einmal erwähnt. Sie haben in Ihrem Antrag auch erwähnt, dass die Daseinsvorsorge Gas, Strom, Wasser auch geregelt sein muss. Auch das habe ich einmal überprüft. Und auch da ist es so, dass die Konzerne Beratungsangebote ankriegen, weil die alle überhaupt kein Interesse daran haben, Zwangsmaßnahmen zu vollstrecken. Sie haben alle ein großes Interesse daran, mit ihren Kundinnen und Kunden quasi glatt rauszugehen. Und deswegen gibt es auch da Beratungssysteme, die auch vor Corona schon gewirkt haben. Und das sind die groben Dinge, die ich zu Ihrem Antrag sagen möchte. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion. Es lohnt sich immer, darüber zu diskutieren, was machen wir im Wohnen. Aber ich will auch eins noch einmal sagen, weil Sie vorhin sich hier hingestellt haben und haben gesagt, jetzt müssen wir handeln. Da sage ich, guten Morgen. Ey, ich komme aus Darmstadt. Wir handeln seit 2011. Wir haben 10.000 neue Wohnungen geschaffen, impliziert mit zwei neuen Orten. Und das ist der Anfang. Und so muss man arbeiten. Warum kommen Sie jetzt damit zu sagen, wir müssen jetzt handeln? Das verstehe ich nicht. Das müssen wir auch gerade jetzt und gerade jetzt. Wir machen es die ganze Zeit. Danke, Frau Förster-Heldmann. Ich habe jetzt das Mikrofon auch abgestellt. Meine Damen und Herren, für die FDP erteile ich Herrn Lenders das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ja nicht sehr oft mit Frau Förster-Heldmann einer Meinung, aber an der Stelle, dass man die Verknüpfung nicht so richtig nachvollziehen kann zwischen der Corona-Krise und eigentlich der Generaldebatte zu einem Mietendeckel,
Da bin ich bei der Kollegin. Das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Und deswegen, meine Damen und Herren von der Linksfraktion, dass Sie sich den Vorwurf einfangen, dass es auch ein bisschen populistisch ist, jetzt in der Corona-Krise das Thema Mietendeckel wieder auf die Agenda zu setzen, zeigt ja auch ein bisschen, seit wann der Antrag da liegt. Den müssen Sie sich dann einfach auch schon mal ein bisschen gefallen lassen. Dass wir in der Tat ein Problem haben und dass sich das Problem verschärft und auch nicht erst seit 2011, Frau Förster-Heldmann, das Problem günstiger Wohnraum ist noch viel älter. Aber das zeigt schon ein Indiz, was uns die Landesregierung selber liefert, und zwar die Ausweitung für den Bereich dort, wo die Mietpreisbremse gilt. Die Mietpreisbremse ist 2016, ungefähr waren es 16 Gemeinden in Hessen, wo der Geltungsbereich war. Dann hatten wir 28 Gemeinden, 2019 31 und jetzt im Jahre 2020 49 Städte und Gemeinden. Das heißt also auch nach den Berechnungen und den Grundlagen, dort wo wir einen sehr angespannten Wohnungsmarkt haben, wenn wir das mal unterstellen, ist ein Indiz dafür, dass was die Landesregierung selber an Verordnungen sozusagen auf den Wege bringt, also dort wo die Mietpreisbremse Gültigkeit hat und angewendet werden kann. Und das ist ja schon extrem, von 16 auf 49. Man könnte jetzt auch sagen, das ist eigentlich der Ausdruck des eigenen Scheiterns im sozialen Wohnungsbau. Das ist so. Und bei all dem, was wir auch vielleicht auch gestern gerade als Richtiges auf den Weg gebracht haben, hat sich das Thema zunehmend verschärft. Soweit sind wir uns einig. Meine Damen und Herren, jetzt ist aber die Frage, und wie groß das Problem ist. Tatsächlich bleiben wir jetzt mal in der Corona-Zeit, und dass es Menschen gibt, die Frau Barth hat es gut ausgeführt, Menschen, die sozusagen Solo-Selbstständige sind, Kurzarbeit sind. Wer will das wegdiskutieren, dass es in dieser Zeit auch zunehmend, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, sich das Problem verschärfen könnte? Ist es aber dennoch, zumindest was die Wohnungsbaugenossenschaften anbelangt, erst einmal kein flächendeckendes Phänomen. Ob es wirklich dazu dient, das Problem jetzt damit anzugreifen, dass wir einen Mietendeckel generell einführen, das glaube ich nicht das richtige Instrument, um dem zu begegnen. Meine Damen und Herren, die Wohnungsbaugenossenschaften haben sich in den letzten Monaten sogar einen eigenen Kodex gegeben, was man auch immer von solchen Selbstverpflichtungen halten mag. Sind aber Wohnungsbaugenossenschaften grundsätzlich eigentlich erst einmal immer auf der Seite auch ihrer Mieterinnen und Mieter. Sie gehören nicht zu denjenigen, die preistreibend am Markt agieren oder den letzten Euro aus ihrem Mietobjekt herausholen wollen. Frau Barth, es sind Wohnungsbaugenossenschaften, die nicht selten auch gerade von Sozialdemokraten gelenkt werden. Sie wollen denen doch jetzt nicht unterstellen, dass das sozusagen die bösen Kapitalisten sind, die ihren Mietern was Böses wollen. Meine Damen und Herren, der Löwenanteil im Vermieterbereich sind private Vermieter. Das ist der größte Anteil. Und das sind dann die Bösen. Wenn wir das. Nein. Gerade die privaten Vermieter haben ein großes Interesse daran, dass sie dauerhafte Mietverhältnisse haben, die in der Regel auch noch weniger als Wohnungsbaugenossenschaften Mietpreise erhöhen, bei weitem meistens unter dem zurückbleiben, was eigentlich möglich wäre. Meine Damen und Herren, also auch die gehören jetzt nicht unbedingt zu denjenigen, die einem Menschen, weil er jetzt in die Arbeitslosigkeit geraten ist, durch Corona den Stuhl vor die Tür setzen. Meine Damen und Herren, Nassauische Heimstätte haben Sie eben erwähnt. Nassauische Heimstätte, es ist nicht fair. A, hat sich die Nassauische Heimstätte A, auch an diesen Kodex verschrieben. Und B, muss man auch sagen, dass die Nassauische Heimstätte jetzt über einen großen Zeitraum auf Mieterhöhungen verzichtet hat, beziehungsweise sie auf 1% reduziert hat. Meine Damen und Herren, Sie können das als Wohnungsbauunternehmen nicht unendlich machen, ohne dass es dann zulasten am Ende der Reinvestition geht. Sie können das nicht machen, ohne dass dann am Ende notwendige Sanierungen und Investitionen in die Bausubstanz ausbleiben. Meine Damen und Herren,
wir hatten schon einmal eine solche Situation bei der Nassauischen Heimstätte, und sie war keine gute für das Unternehmen. Ich bin froh, dass die Nassauische Heimstätte jetzt wieder im schwarzen Fahrwasser ist, in den schwarzen Zahlen ist, investieren kann in einen Wohnungsbestand, der gerade für kleine und mittlere Einkommen genau der richtige ist, und dass wir dort ein Unternehmen haben, was sich auch sehr diesem Kodex der Wohnungsbaugenossenschaften verpflichtet fühlt. Aber unendlich, Frau Barth, ewig können Sie so etwas nicht machen. Sie müssen als Wohnungsbauunternehmen auch irgendwann mal auch wieder die Kraft haben, investieren zu können. Jetzt können Sie mich ja fragen, ja, Herr Lenner, Sie haben ja jetzt das Problem selber nicht geleugnet, also ne, Corona-bedingt, es gibt es tatsächlich, das Thema. Es gibt Menschen, die dann tatsächlich es mit einem Vermieter zu tun haben, der überhaupt gar kein Verständnis dafür hat, dem das gerade egal ist, der sagt, die Miete ist nicht da und zur Not würde ich kündigen. Ich will das Thema nicht wegdiskutieren, aber die Lösung für uns als Freie Demokraten ist eine andere. Denn eine Stundung bedeutet ja am Ende, die Schulden sind immer noch da. Es hat also das, die Lösung, die die Bundesregierung hier gemacht hat, hat überhaupt nichts gebracht. Also es hat zwar nicht sofort zur Folge gehabt, dass ich vor der Kündigung stehe, aber am Ende bleiben Schulden übrig. Unsere Antwort wäre ein Sonderwohngeld. Unbürokratisch, schnell auf den Weg gebracht. Einfacher Einkommensnachweis aus den letzten 3 Monaten und dann ein Sonderwohngeld, wo Sie wirklich dem Mieter, ähnlich wie bei der Soforthilfe, der in Schwierigkeiten geraten ist, sofort, wo das Land von mir aus, wir werden eigentlich eher beim Bund, dass der Bund an dieser Stelle einspringt. Ich habe diese Idee nach dem Motto, nehmen wir das doch aus dem Corona-Sondervermögen des Landes. Ja, das hat auch einen gewissen Charme, wenn vom Bund nichts kommt. Da kann man gerne drüber reden. Aber wir als Freie Demokraten würden gerne den Mieterinnen und Mietern sofort helfen, und zwar nachhaltig, nicht, dass sie dann nachher noch mit Schulden dann dastehen und am Ende nichts gewonnen haben. Meine Damen und Herren, da wären wir wirklich in einer Verpflichtung, da könnten wir als Land Hessen wirklich auch etwas tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Lenders. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Schulz zu Wort gemeldet. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, verehrte Genossin Wissler, verehrter Genosse Schalauske, mit ziemlich großer Verspätung kam DIE LINKE jetzt also auf die Idee, etwas zu fordern, das die AfD-Bundestagsfraktion schon im April gefordert hat, unter dem Titel »Ausgleich bei krisenbedingten Mietschulden für Familien sicherstellen«. Sehr witzig und auch für den Wähler interessant ist, dass DIE LINKE im Bundestag gegen unseren Antrag gestimmt hat, so wie alle anderen Parteien. Liebe Frau Wissler, wenn Sie und Ihre Genossen so weitermachen beim Boykott der AfD und alles ablehnen, nur weil AfD draufsteht, und zwar Seite an Seite mit den Regierungsparteien, dann wird Ihnen bald gar niemand mehr abkaufen, dass Sie echte Opposition sind. Sie werden dann Trotzki hin oder her bald schon Kompromisse schließen und mit der Aussicht auf Regierungsbeteiligung geködert werden. Und der Bürger wird das durchschauen. Das zeigen auch Ihre Wahlergebnisse der letzten Jahre, vor allem im Osten. Wenn wir jetzt gegen Ihren Antrag stimmen werden, dann hat das vor allem 2 Gründe, und die lege ich Ihnen gleich gerne dar. Erstens war unser Antrag einfach besser. Denn im Gegensatz zu Ihnen haben wir keine Maßnahmen für alle gefordert. Das ist ja eine Ihrer Lieblingsfloskeln. Aber im Gegensatz zu Ihnen wissen wir, dass für alle am Ende meistens für keinen heißt. Und deswegen haben wir im Bundestag gefordert,
einer ganz bestimmten, besonders marginalisierenden Bevölkerungsgruppe in Zeiten der Corona-Krise zu helfen. Und das sind nicht irgendwelche unter herbeifantasiertem Rassismus leidende kleine Minderheiten, sondern das ist die ohnehin marginalisierte und jetzt besonders leidende Bevölkerungsgruppe jener Eltern, die auf einen Kinderzuschlag angewiesen sind. Die Bundesregierung hatte einen Notfallkinderzuschlag beschlossen, den aber nur solche Eltern erhalten konnten, die nicht schon vorher einen Kinderzuschlag erhalten hatten. Dieser Regierungsbeschluss hatte eben nicht den einkommensschwächsten Eltern geholfen. Und das wollten wir als AfD ändern. Und zwar mit Hilfe von Wohngeld für die wirklich betroffenen Eltern, die von den Maßnahmen davor nicht profitiert hatten. Das nenne ich wirklich sozial. Was Sie hier hingegen präsentieren, sind mal wieder abgedroschene linke Floskeln. Es sind alles Ihre seit Ewigkeiten gepredigten Utopien von vermeintlicher sozialer Gerechtigkeit. Aussetzung von Eigenbedarfsanmeldungen, Mietenstopp, Mietendeckel, Kündigungsverzicht etc. Und das alles sogar gepfeffert mit Ihren typischen Enteignungsfantasien aus Stalins Zeiten, wenn es heißt, die Vermieter müsste man, Zitat, an den Kosten der Krise beteiligen. Bin ich an der Krise schuld, wenn ich eine Wohnung besitze? Was ist denn das für eine Logik? Und schließlich fragt man sich auch, was das alles konkret mit Corona bzw. den Corona-Maßnahmen zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, und Sie vermutlich auch nicht, denn es hat damit rein gar nichts zu tun. Jetzt komme ich zum zweiten Grund, aus dem wir Ihren Antrag ablehnen. Unser AfD-Antrag auf Einführung von Corona-Wohngeld wurde zeitlich früher und das heißt in einer anderen Situation gestellt. Im April hatten wir eine echte Krisensituation, eine Situation der Ungewissheit. Wir kannten das Virus noch nicht gut genug, wir kannten seine Folgen nicht gut genug. Jetzt aber wissen wir, die Gesamtzahl der Todesfälle bundesweit ist 2020 niedriger als 2018. Nur ein Bruchteil der Betten auf den deutschen Intensivstationen ist von Corona-Patienten belegt. Und die insgesamt 20.000 Corona-Toten haben ein höheres Durchschnittsalter als die durchschnittliche Lebenserwartung. Was ist das für eine Pandemie, wenn im Vergleich zu den Vorjahren nicht einmal die Zahl der Todesfälle steigt? Die Krise, die wir jetzt in Deutschland haben, ist keine gesundheitliche, sondern eine politische. Und das wird den Bürgern zunehmend klar. Wenn wir am Ende von Corona Kollateralschäden haben werden, dann wegen der Maßnahmen und nicht wegen des Virus. Statt aber die weitestmögliche Beschränkung der Beschränkungen zu fordern und der Regierung auf die Finger zu schauen, glauben Sie, dass Sie diese Krise auch noch für eigene Anliegen ausnutzen könnten. Ihre Bundestagsabgeordneten Achel Wilm und Möhring, Frauen- bzw. gleichstellungspolitisches Sprecherin ihrer Fraktion, schreiben auf der linken Webseite ganz offen, dass Corona eine Chance sei, falsche Selbstverständlichkeit infrage und grundlegende neue solidarische Weichen zu stellen. Das ist es, was Sie wollen, Ihre vorgestrigen kommunistischen Ideen endlich umzusetzen im Windschatten von Corona. Aber eins sage ich Ihnen, mit uns wird das nicht geschehen. Wir stimmen also gegen Ihren Antrag. Wenn Sie die Bürger wirklich schützen wollen vor Corona-bedingten Finanzproblemen, wenn Sie wirklich sozial sein wollen, dann setzen Sie sich dafür ein, dass der Lockdown auf ein Minimum bestrecken wird. Vielen Dank. Danke, Herr Schulz.